Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Hier steht etwas über Magie. Wir müssen ja die Vulkanfestung von den... Das ist unmöglich. Ich habe einen Schlüssel, aber es ist unmöglich. Wir sollen ja die Vulkanfestung von den Echsenmännern hier befreien. Und ganz ehrlich, das werden wir natürlich auch tun. Und deswegen werden wir... Alter, das ist unglaublich. Aber ich habe auch gleich die Festung befreit, muss ich sagen, von den ganzen Ungeziefer hier. Naja, dann greifst du mich nicht an, greife ich dich an, kein Thema. Bam, so, Erfolg, meine Freunde, Erfolg. Was ist denn hier? Oh. Oh, hier geht's runter, aber wo geht's hier hin? Wie komme ich hier wieder weg? Keine Ahnung. Es gibt hier noch das eine oder andere, das ist eine Kristallkugel der Levitation, aha. Ach so. Na gut, aber was bringt mir das, ehrlich gesagt? Nee. Scheiße. Oder? Okay. Scheiße. Das war doof. Na gut, dann bin ich jetzt erstmal hier unten. Das heißt, wir müssen uns irgendeinen Weg nach oben suchen. Die Eindringlinge, also die Quest, handelt von magischen Sprüchen. Zumindest, habe ich beendet. Ich glaube allerdings, dass es hier noch weitere Eindringlinge geben wird. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Allerdings nicht hier. Sehr gut. Hier hätte ich wieder eine Kugel der Levitation. Oh, Schlösser öffnen. Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schloss öffnen. Aha. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Okay. Gut, die Levitationskugel bringt mir hier, glaube ich, eher weniger was. Das ist unmöglich. Wobei ich sagen muss, ich muss hier irgendwie wieder raus. Ich komme hier nicht raus. Das ist natürlich jetzt, ja. What? Hä? War das nicht Levitation? Ach so! Das war Schlösser öffnen. Ah. Ab und zu lesen, was da so steht, wäre nicht schlecht. So, wir machen mal magische Heilung. Magische Heilung. Ach, guck mal, da ist eine Barriere, die können wir öffnen. Ach so. Ah. Okay. Das ist der untere Teil, den wir ja schon gesehen haben. Boah, wir lesen jetzt alle Bücher, ne? Von magischen Sprüchen. Also alles, was ich finde, wir müssen ja schon so weise sein. Hier steht etwas über Magie. Ist ja schon unglaublich. Wir kennen ja die Magie schon in- und auswendig. Oben will ich aber natürlich nochmal weiter, da gab es da noch einen weiteren Raum. Magischen Sprüchen. Da muss man natürlich mal schauen. Ne? So, da ist eine Barriere, die öffnen wir gleich. Hm. Interessant. Ich aber glaube ich, nee, habe ich nicht hier, okay. Oh, da ist noch ein Geheimraum. Ja, wunderbar. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ich glaube, wir kommen hier nie wieder raus, weil hier überall Geheimgänge sind. Super. Hm, interessant. Ja, wobei, alles sind ja gar nicht Geheimgänge. Manche kann man ja nicht öffnen. Ne? Das ist halt... So, den kann ich öffnen. Das machen wir dann auch. Ach so. Ach, dann geht's hier... Dann geht's hier auf, natürlich. Dann haben wir einen kleinen Skelettkrieger... So, zwei Schläge nur noch und er ist weg, ey. Das ist schon, ja, schon gut. Nochmal Bücher. Der Text handelt von magischen Sprüchen. So, bei der Truhe wollen wir auch mal gleich schauen, ob wir das hinkriegen. Hier steht etwas über Magie. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay, warte mal ab, warte mal ab. Ach, guck mal, können wir, haben wir noch nicht gelesen? Okay. Kenn ich schon. Ach so, kennst du schon, na gut. Habe ich also doch schon gelesen. Was ich nämlich jetzt mal mache, ich werde einfach nochmal hier reingehen. Ich werde mir einfach nochmal das kurz holen. Wir sind ja eh gerade hier. Bannen wir die Magie also in unseren Händen. Ich weiß gar nicht, wie lange die hält. Ich hoffe, lange genug. Dann öffne ich nämlich jetzt einfach mal ganz frivol diese Truhe. So. Alles klar, was haben wir denn da? Ein bisschen das, ein bisschen hier ein Kristall... Telekinese, Fackeln, ja gut, Fackeln müsste ich mich ja zufackeln können, ha. Und... Hm, ja. Achso, genau, der Ring hat das geöffnet, alles klar. Hier haben wir Barriere, da muss ich natürlich mal kurz in die Zauber gehen. Dann machen wir das. Die Barriere möchte ich natürlich gerne öffnen. Ich weiß nicht wofür, aber, naja. Hier ist noch ein Buchständer, müssen wir lesen natürlich.
Hier steht etwas über Magie. Das ist bestimmt abgeschlossen, ne? Ah nein, guck mal. Können wir einfach so ran. Alles klar, was hier? Ah, eine Rezeptur. Vor allem die Reisenden sammeln Erfahrung. In allen Lebenslagen. Aha. Und noch eine Illusion, die wir erschaffen könnten, ne? Das ist doch fein. So, okay. Dann habe ich hier unten meiner Meinung nach alles gelesen. Jetzt wollen wir natürlich oben nochmal ganz kurz nachschauen, was da geht. Weil wir sind ja direkt hier runtergeplumpst, beziehungsweise mit der Levitation und nicht mehr hochgekommen und... Achso, hier ist einfach nur so ein kleiner Kacker. Ach, hier so ein Alchemie-Ding, okay. Also nichts mehr wirklich Interessantes. Gut, dann gucken wir mal kurz hier. Oh, cool. Verdammt, oh Mann, das ist ärgerlich. Kann ich nicht. Gut, hier fehlen mir natürlich auch noch ein paar Sachen für. Ja. Aber hier fehlt mir eigentlich nur benötigte Alchemie. 2 von 3. Ich habe halt 3 von 3 natürlich. Aber ich kann mir 2 von denen herstellen. Ich würde mal sagen, wir machen das eben mal. Ich meine, hergestellt haben wir eigentlich noch nie was. Deswegen können wir es einfach mal machen, mein Gott. Ne? Fertig. So. Fertig. Sehr schön. Super. Ach, hier waren wir, glaube ich, schon dran. Nee. Nochmal von vorn. Oder? Nee. Abgebrochen. Abgebrochen, aber ich habe ja genug da. Dietrich ist abgebrochen. Jetzt wird's hier aber tricky, du. Hier war ich noch gar nicht dran. Was haben wir hier? Magischen Schuss. Oh, das ist gut. Das ist gut. Bei harten Kämpfen, glaube ich, nicht zu verachten. Okay, dann bin ich hier fertig. Jetzt muss ich natürlich die ganzen Magier noch finden, wo auch immer die sich rumtreiben. Ich bin gespannt. Das ist unmöglich. Moment, unmöglich ist nichts. Wir sind hier noch gar nicht fertig. Denn was wir jetzt tun werden, ist hier einfach mal die Treppe runterspringen. Und wir holen uns noch mal kurz Schlösser öffnen. Dann können wir die Tür oben öffnen. Ich will einfach mal wissen, was dahinter ist. Und dann gehen wir hier wieder raus. Dann bin ich nämlich wirklich fertig. Dann war ich hier überall drinne, hab mir alles angeguckt. Dann müssen wir ja noch die Zauberer finden, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Ignatius wieder abgeben muss. Ah ja. Oh. Ich würde sagen, unser allseits beliebter Nautilus-Zauber wird mal hier zum Einsatz kommen. So, was haben wir denn hier? Zack, wir verwandeln uns mal eben. Hallo? Zurück? Aha. Mittlere Maustaste, sonst hat das eigentlich immer die rechte. Naja. Was soll's? So, was haben wir hier? Leere Spruchrolle. Ja, ne? Warum nicht? Können wir noch ein bisschen lesen? Kann man den alten Text da auch lesen? Hier steht etwas über Magie. Tatsache. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Das ist doof. Türe öffnen. Ich zücke schon mal das Schwert. Hier scheint kein Feind zu sein, deswegen können wir ganz entspannt den Schrank öffnen. Nehmen alles mit, was sich da drin befindet. Lesen noch das hier. Ah, hier steht's. Illusion. Aha. Die benötigte Komponente ist der Hauer eines Keilers. Aha, interessant. Oh, Rezeptur. Rezept für einen normalen Heiltrank. Okay, naja gut, die kenne ich ja nun schon. So, was haben wir denn hier? Kommen wir jetzt irgendwo raus? Wo kommen wir denn hier raus? Aha, nirgendwo. Also doch, wahrscheinlich schon. Achso, hier ist der Hebel. Ja, vielleicht sollte ich ihn auch mal betätigen. Dann komme ich nämlich woanders raus. Ach, Cyrus. Nee, Abrax. Abrax Kadabrax. Ah, der junge Mann? Gut, dass du kommst. Da sind Echsen. In der Bibliothek. Was? Ich weiß, sie sind überall. Du musst in die heilige Halle gehen. Ja, aber sie sind in mein Labor eingedrungen und jetzt bringen sie bestimmt alles durcheinander. Und sie haben die Tür zugemacht. Wie soll ich denn jetzt mein Experiment beenden? Die Eindringlinge machen keinen Ärger mehr. Das sind gute. Ach, das habe ich schon gemacht. Dann werde ich mich jetzt wieder meinem Experiment widmen. Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Was?
Aber du musst in die Bibliothek gehen. Was soll ich da? Du musst die Eindringlinge aufhalten und meine Aufzeichnungen und Vorräte retten. Ich habe dir was mitgebracht. Meine Aufzeichnungen und die Vorräte. So schnell geht's. Ich werde mich sofort wieder an mein Experiment setzen. Du sollst in die Hallen, Mann. Was ist mit dir? Du kannst doch bestimmt ein paar Tränke gebrauchen. Ah, nö, eigentlich nicht. Das war geil. Ich krieg erstmal Erfahrung, dann krieg ich eine Quest direkt wieder abgeschlossen. Ey, meine Fresse. So, seine Quest ist, ja, das war mal eine schnelle Quest. So lobe ich mir das doch, ne? Öffne das Tor. Ach so. Teleportsteine. Gut, da habe ich jetzt keine, also. Ach so, wir sind ja auch in der Vulkanfestung. Sicherung der Vulkanfestung, Befehl an die Magier. Gut, die muss ich natürlich abgeben. Ja, ist klar. Kann ich eigentlich sogar schon machen, ne? Ich habe ja... hier, keine Ahnung. Das ist aber hier Paul. Der Paul, ne? Ja gut, jetzt lass mich mal... Hab ich hier gerade das gehört? Da ist noch einer, wer bist denn du? Kaspar. Hast du Kraut? Was? Du kommst doch vom Don. Wenn du Kraut besorgen kannst, ich nehme dir ein paar Stängel ab. Also, wenn du ein bisschen handeln willst, wir sind alle scharfe Fahren von draußen. Was machst du hier? Ich wollte nur schnell was fegen. Na klar. Versteckst du dich etwa? Ich dachte, du wärst einer von der harten Sorte. Ich bin einer von der Sorte, die am Leben bleiben will. Aber abgesehen davon habe ich die Gelegenheit genutzt, um meine Vorräte etwas aufzustocken. Hier liegt eine Menge Zeug rum und es wäre doch schade, wenn das alles den Echsen in die Hände fällt. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Ganz eigentlich, ich mach danach, mach dich nützlich, aber erstmal... Dann zeig mal, was du hast. Machen wir das hier. Ich will von dem absolut nichts kaufen. Ich könnte mir... Wobei, warte mal, eine Schopfkelle kann ich mir holen. Für 10 und jetzt pass mal auf. Ey, wir haben so viele Schwerter. Ich brauche die alle überhaupt nicht. Ich meine, die machen 50 Klingenschaden, aber ganz ehrlich, meine macht auch 50 und die kann ich jetzt schon benutzen. Und es ist ein Einhandschwert, was mir persönlich natürlich ein bisschen besser gefällt. Ich meine, gut, die Klinge ist nicht schlecht. Die ist auch annehmbar, sage ich jetzt mal. Aber ganz ehrlich, ich verkaufe alle Schwerter, weil was soll ich damit? Ich werde sowieso momentan erstmal nur die benutzen. Hoffe natürlich, dass wir vielleicht irgendwann was Besseres nochmal bekommen werden. Aber gut, das weiß man ja jetzt auch nicht so, ne? Dann verkaufe ich die komische Kappe. Ja, verkaufe ich das auch? Ach komm, scheiß drauf, weg mit dem Rotz. Ich verkaufe alle Schwerter. Zack, mein Freund, kannst du alle gerne haben. Ich brauche sie absolut nicht. Wozu? Was haben wir denn hier noch? Das verkaufen wir natürlich nicht. Das geht nämlich auch gar nicht. Das verkaufen wir auch nicht. Boah. Gut. Ich würde sagen, das reicht, ne? Also ich finde das schon fair. Er gibt mir, also ich gebe ihm 10, er gibt mir dafür 1225,6 Goldtalerchen. Finde ich gut. Ich weiß nicht, wie er das mit den 0,6 macht, aber das ist egal. So, Warenkorb, handeln. Jawohl. Und schon haben wir wieder über 5000 Gold. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Na gut, ich gehe zu William auf den Hof. Da bin ich wenigstens nicht ganz allein. Das ist schon mal ein Anfang. Pass auf dich auf. Okay. Mal gucken, ob hier vielleicht noch mehr Leute irgendwie drinnen chillen, weißt du? Wo geht's denn hier hin? Ach so, die Badegemächer, na dann. Oh, was ist denn hier passiert? Ich meine, die liegen hier einfach nur hier rum, deswegen, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm, wenn man den jetzt hier so, ja, Hab und Gut wegnimmt. Ah, ja, ja, wer bist du? Du bist der Vitus, aha. Interessant. Nehme ich mit. Nehme ich mit und ich würde sagen, nehme ich mit. War doch der Schmied hier, ne? Wer bist du? Tucker. Mir hat das alles von Anfang an nicht gefallen. Und wenn die Jungs mehr trainiert hätten, wären sie jetzt nicht tot. Ja. Gut, da hat er ja irgendwo auch recht. Ne? Muss ich ihm einfach mal recht geben. William, Will Geh lieber trainieren. Was willst denn du? Arschprotze. So, Vitus. Ignatius will, dass ihr euch in der Heiligen Halle versammelt.
Ich werde gehen. Doch da ist noch etwas. Da ist ein Krieger. Was? Wo? Auf dem Friedhof. Ein zäher Schweinehund. Sei vorsichtig. Was auch immer ihr da unten macht, es ist nichts Gutes. Okay. Ist klar. Eine weitere Quest. Na gut. Ich muss mal ganz kurz die Questbeschreibung lesen von Befehl an die Magier. Ich will, dass ich alle Magier finde und so. Gut, ich weiß gar nicht, wer sind denn alle Magier? Wie viel muss ich denn finden? Naja, gut. Yoki! Wer zur Hölle ist Yoki? Ich hab keine Ahnung. Oh! Hallo! Ja! Nein, das darfst du nicht! Oh nein, verdammt, das war doof. Da kommt nämlich noch einer. Das habe ich so natürlich erstmal gar nicht gesehen. Ist hier nicht auch der? Hier ist doch der Friedhof, warte, das heißt. Hier kommt Hilfe. Jawohl! Hilfe! Nice, Junge, nice! Aua. So, einer ist down, zwei sind down. Ja, du vielleicht. Das war annehmbar, aber gut war das nicht, du. Irgendwo chillt hier noch ein Stab rum. Super. Hier bin ich doch auf dem Friedhof. Na gut, dann kann ich das ja eigentlich direkt machen. Gibt's hier noch irgendwas zum Sammeln? Ich war hier ja schon mal. Hab mir die ganzen Truhen... Oh, da ist ein Toter. Gucken wir mal kurz, wer bist du? Ach, Rekrut einfach nur. Na gut. Wenn du nur ein Rekrut bist, beziehungsweise warst, dann lasse ich dich jetzt mal in Frieden ruhen. Jetzt wollen wir mal hier runtergehen. Ich glaube, ich möchte hier auch schon mit gezogener Waffe langlaufen. Du siehst schon aus wie so ein Krieger. Habe ich das schon gelesen? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ach, Scheiße steht da. Das ist natürlich doof. Standhafter Echsenkrieger. Gut, ich denke mal, das wirst du auch sein. Ach du heilige Scheiße. Ja, also das hat schon mal einen super Anfang genommen hier, muss ich sagen. Ist ja gar nicht so, dass das Set scheiße war. Die kriegen halt ihre Klinge extrem schnell wieder hoch, ne? Puh. So, wo ist denn der Ausgang? Hier müsste der andere machen, ist der Ausgang. So, noch einen Heiltrank nehmen. Aufgepasst! Das Gute ist, ich lasse mir ganz ehrlich einfach helfen. Meine Fresse, was soll's? Das kriegen wir zusammen auf jeden Fall hin. Sehr geil, sehr geil. Wir machen das. So. Bam. Echsenkrieger ist down. Was hat er für eine Waffe gehabt? Wo ist seine Waffe hin? Echsenschwert. Ah, okay. Normales Echsenschwert. Gut, da das Ding ist erledigt. Ah, Echsenkrieger direkt gefunden. Wir werden trotzdem nochmal hier runtergehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Was ist das denn? Achso, ein Grabstein. Vielleicht gibt es hier sonst noch irgendetwas, was jetzt neu ist, was ich übersehen hatte oder so. Ich kann auch nochmal kurz so. Wir haben ja... Also wir haben auch große Heiltränke. Alter Schwede. 12 von denen. Das ist natürlich gut. Ich benutze erstmal lieber die als die normalen. Bin ich ja ehrlich, ne? So, schauen wir uns mal hier kurz um. Ja, mit den Zauberern, ey, weiß ich ja nicht, was da los ist, ne? War ich hier schon dran? Ja, muss ich ja. Ich war ja schon hier unten drin, ne? Also ich muss eigentlich schon alles so, ja, gesehen haben, ne? Müssen wir nochmal kurz das. Hier könnte ich mich jetzt hinsetzen. Nicht sonderlich spannend. Hier ist der Thron, okay, das ist Wurst. Na gut, dann gehen wir nochmal hoch. Vielleicht finden wir Vitus auch nochmal. Da oben rumchillen. Der ist gar nicht in die heilige Halle gegangen, sondern steht immer noch da, wo er gerade stand. Dann hat er mich voll belogen, der Arsch. Aber das macht ja auch nichts. Dann kann ich mich die Quest, ich denke mal, richtig abgeben. Ich weiß ja gar nicht, ob das nötig ist. Ah nee, guck mal, der ist weg. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ist mir aber scheißegal, was du willst, Jung. Hier wird immer noch gemacht, was ich möchte. So.
Ich vermute mal hier, wenn man bei denen ist, bekommt man hier halt, kann man kämpfen. Genau. Gut. Müssen wir uns noch mal ein bisschen hier umschauen. Da haben wir noch so einen Speer, der kriegt von mir mal einen Harry. Jetzt kommt er. Komm her. Tja. Du Ungetüm. Verdammt. Also was? Was willst du denn? Ich kämpfe hier gerade fett, ey, für euch. Ja, die Backen, du Arschkrampe, echt mal. Ist auf die Fresse hier. So. Heiltränkchen schlürfen. Ich denke mal, zwei Stück müssten reichen. Oh, wer bist denn du? Bruno. Who the fuck is Bruno? Ich werde jetzt auch nichts klauen. Das finde ich ein bisschen, naja. Oh. Ja, schrei nicht, komm her. Kriegst auf die Fresse. Dann lass es. Ja. Oh. Na, das war jetzt toll. Ha, hu, hiha, ho. Verdammt, okay. Ich muss wieder etwas konzentrierter zur Sache gehen. Und ihm wenigstens ein Ding reinballern. Sonst habe ich gleich keine Chance. Oh, toll. Ja, super. Hammer, nicer Scheiß, ohne Witz. Jetzt darf ich mich natürlich auch nicht mehr treffen lassen von ihm. Ich habe sonst ein mega Problem, aber das ist kein Thema, weil er ist tot. So, Echsenschwert und du hast noch ein paar Goldmünzlein. Dann nehmen wir noch mal ein paar Heiltränke zu uns. Mein Gott, was soll's. So, du bist ein Zauberer gewesen, ne? Pallas. Die Macht von Eis. Frostkristall, mhm. Was ist denn die Macht von Eis? Ach, Steinplatte. Hm, interessant. Das ist eine schlechte Idee. Ach ja, du bist auch eine schlechte Idee, ey. Taylor. Ja. Gut. Noch ist die Quest nicht abgeschlossen. Beziehungsweise manche schließen sich auch recht erst dann ab, wenn du dem Questgeber Bescheid sagst. Den müsste ich jetzt allerdings erstmal ja, suchen. Hier ist ein Speer. Können wir mal kurz. Hä? War ich hier schon? Habe ich den getötet und nicht gelootet? Oder ist der hier? Der gar nicht klar. Oh, hier ist ein Schwein. Und nochmal von vorne. Tja, wo sind die anderen? Also, ich glaube, ich habe noch nicht alle Magier hier gefunden. Hier ist ein Schrank. Gut, wir gucken einfach mal kurz im Schrank. Nehmen wir einfach mal alles mit. Wie genau komme ich denn jetzt zu Ignatius zurück? Da ist auf jeden Fall noch so ein komischer Kackkrieger. Den werden wir mal auch nochmal den gar ausmachen. Das ist eine Leiche. Keine Ahnung, ob das eine von den Magiern ist, aber... Boah, wir haben ja Zeit. Wir können uns ja das leisten, mit dem Nachladen so ein bisschen länger zu dauern. Zu brauchen. Scheiße. Die sind echt schnell, das Schwert wieder hochzubekommen. Da sieht es bei uns ein bisschen anders aus. Aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann schafft man das auch mit wenig Leben. So. Da muss ich natürlich immer Heiltränke nehmen. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Scheiß drauf. Schau nochmal hier kurz nach. Oh. Erland, wer bist denn du? Was ist deine Aufgabe? Ich versuche als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Aha. Ja, das machst du auf jeden Fall total super, indem du hier rumsitzt. Das ist schon... Ja. Ach, das ist, glaube ich, Ignatius, ne? So, wir schauen mal hier nochmal kurz. Da ist natürlich nichts. Wir schauen aber überall nochmal nach. Einfach, um auch auf Nummer sicher zu gehen. Hier ist ein Speer. Den habe ich aber nicht getötet. Nein, nein, nein. Oh, da geht's noch runter. Da geht's auch noch hoch. Hier steht etwas über Magie.
Ja, Mensch, hoch und runter. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ach, na gut. Wenn das Schloss zu schwierig ist, dann ist das so. Gut, hier haben wir nichts, alles klar, dann kann ich wieder runter. Hat übrigens sehr schön gefunkelt, diese Tonne, ich bin begeistert. So, du bist Ignatius, ne, gewesen, genau. Hm. Ja gut, bist du? Vitus, Vitus habe ich ja gesehen. Der Krieger der Echsen ist tot. Gute Arbeit. Verzeihung. Kenn ich schon. Okay, habe ich beide schon gelesen, alles klar. Ich habe jetzt gerade mal zwei Leute gefunden. Ich habe doch aber mit jedem gequatscht. Den muss ich ihn dann noch hinbringen. Hm. Ich bin auch eigentlich der Meinung gewesen, ich war überall. Ach, Cyrus. Du sollst in die Tempelhalle gehen. Ist das ein Befehl von Meister Ignatius? Ja, versammelt euch und beschützt die heilige Flamme. So soll es sein. So, und so soll es auch sein, dass ich mal wieder viel zu lange aufgenommen habe und das überhaupt gar nicht gecheckt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge dann wieder mit dabei. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, Leute!